Hey Leute, im Straßenverkehr wie in der Musikproduktion ist es wichtig, Kollisionen zu vermeiden. Warum? Das hören wir jetzt an diesem Synthpop-Song. Also, es geht los. Alles klar. Ihr habt gesehen, es gibt hier so, so eine rote Darstellung im Q3. Also der Q3, wisst ihr alle mittlerweile, das ist der Equalizer von FabFilter und der hat so ein paar Features, die über das ganz normale Equalizen hinausgehen. Und zwar gibt es ja über die Sidechain-Funktion des EQs die Möglichkeit, sich von einer anderen Spur die Kurve reinzuholen, anzuzeigen als roten Graphen und dann zu sehen, vielleicht gibt es da Kollisionen. Und dazu hat FabFilter ja im Q3 diese Funktion mit eingebaut, die uns Kollisionen als einen roten Bereich anzeigt. Also eine ganz schöne Sache. Wir gucken hier nochmal genau rein, wie das dann aussieht. Ich bin hier jetzt auf der Bassspur und gucken mal. Genau, ich zeige euch es erstmal. Also, hier kann ich das externe Spektrum ausschalten. So. Jetzt sehe ich ganz normal den Frequenzbereich meines Basses. Hier werden mir jetzt angezeigt alle anderen Spuren, auf denen auch der FabFilter Q3 drauf ist. Percussion Kit ist jetzt mein Schlagzeug. Das lasse ich mir jetzt mal anzeigen. Ja, und an sich ist das schon sehr schön, wenn wir sehen nämlich, dass die beiden Graphen sich ganz gut ausgleichen. Also hier oben, der rote Graph ist ja unser Schlagzeug. Der hat hier in den Höhen relativ viel, der Bass hat hier sehr relativ wenig. Der Bass hat relativ viel mitten hier oben, die Drums relativ wenig. Also da ist es schon wirklich ein fast mustergültiger, perfekter Mix, ohne dass ich viel schrauben muss. Aber es gibt einen Bereich, der mir ein bisschen Sorgen bereitet. Und den kann ich mir hier durch diesen Regler anzeigen lassen. Hier, der ist jetzt aktiviert und jetzt sehe ich quasi rote Bereiche, wo Frequenzen sich überlagern, die zu Problemen im Mix führen könnten. Und ihr seht, das ist hier dieser Bereich um 50 Hertz. Also, da aber die Kick ja immer nur, also es geht hier wohl um die Kick, weil die ist ja so tief, die Snare wohl weniger, müsste ich ja eigentlich nur gucken, dass ich die Kick in dem Moment, wo sie kommt, dass dann der Bass nicht so viel Bass hat. Wie kriege ich das hin? Musetalk-Schauer wissen, dass ich ja Fan des Multiband-Kompressors bin von FabFilter, den Pro MB. Und da kann ich mir über den Sidechain hier den Drum reingeben lassen. Hier habe ich entweder die Möglichkeit intern zu triggern, das heißt, er nimmt dann vom Bass das Signal, das sieht dann so aus.
Oder er nimmt jetzt das, was hier im Sidechain drin ist, und zwar die Kick eigentlich des Drumkits. Genau, und jetzt wird quasi jedes Mal, wenn die Kick kommt, der Bereich geduckt. Ich habe den jetzt mal hier um die 50 Hertz gemacht. Man kann dann noch die Länge einstellen, wie lange er duckt. Das kann jetzt natürlich hier unser Q3 nicht sehen, weil die Operation, die ich jetzt gemacht habe, die ist quasi nach der Analyse. Also nehme ich quasi das als Hilfestellung, um zu gucken, na, wo sind da meine Druckstellen, meine Frequenzdruckstellen, wie ich sie gerne nenne. Das wäre das eine Problem. Jetzt haben wir hier noch so einen schönen Synth-Apparat hier oben. Ja, Stranger Things lässt grüßen, ich weiß. Der fügt sich so eigentlich ziemlich gut ein, aber ich habe mir dann natürlich noch so eine Vocals hier mit reingeschraubt. Day after, day after. Day after, day after. Ja? Und dann sehen wir hier jetzt auch, jetzt habe ich mir hier einfach den diesen Synth-Arp habe ich mir jetzt hier reinrooten lassen. Als Anzeige, weil halt auf dem Synth-Arp auch der Q3 ist. Und jetzt sehe ich halt immer, wenn der Gesang kommt, ob es da so ein paar Stellen gibt. Day after, day after. Day after, day after. Könnte jetzt hier an den Gesang gehen oder ich mache wieder das gleiche, was ich gerade gemacht habe, hole mir den Pro MB rein, auf die Synth-Arp-Spur, route mir hier oben jetzt die Vocals rein und nehme mir hier mal diesen Mittenbereich, gehe hier wieder auf extern und jetzt schauen wir mal, was passiert. Ja, mega. Da bin ich ja immer ein großer Fan von, nur dann die Frequenzen rauszuziehen, wenn es auch notwendig ist. Weil die Vocals kommen ja die ganze Zeit nicht und dann kommen sie mal kurz. Und dafür jetzt die Vocals so zu verdrehen, dass sie nicht mehr so klingen, wie sie eigentlich klingen, dann doch lieber die sogenannte Maskierung verstärken. Wovon reden wir da? Wenn mehrere Frequenzen übereinander liegen, werden die Frequenzen maskiert. Das macht sich auch übrigens der MP3-Algorithmus zunutze, um diese Frequenzen, die dann eh nicht mehr gehört werden, einfach rauszurechnen und dementsprechend weniger Daten zu verschwenden. Und damit kann ich quasi diese Maskierung verstärken, indem, wenn der Gesang kommt, er die Mitten von dem Synth einfach runterzieht. Und das ist so subtil, dass man das gar nicht so wirklich hört, aber diese vielen kleinen Aktionen führen dann zu einem viel sauberen und schöneren Klangbild. In diesem Sinne hören wir hier nochmal rein. Das ist ja auch wieder das Schöne, was ich immer wieder sage. Ich meine, es wird immer, ja, ich weiß, alle sagen, man soll nicht hingucken, man soll hören. Ist schon richtig, ja, soweit so klar. Aber es ist doch toll,
wenn einem die Plugins helfen, Dinge, die man hört oder wo man sagt, ah, wo ist das ungefähr, die einem da nochmal analysemäßig zur Seite stehen und helfen, besser zu mischen. Und das ist ja in unserem Interesse. Ich würde sagen, probiert das einfach aus. Es macht Spaß, tut nicht weh und der Mix klingt aufgeräumt.